los, Leute, es geht weiter im Text. 1.8T-Motor ist am Start. Ihr erinnert euch, der 1.8T, der TT, wo die Pleule und Kurbelwelle richtig, so richtig in den Fritten waren, richtig im Arsch waren. Genau, das ist der Motor hier. Jetzt gucken wir uns das Ganze an. Und alles gut? Ist das dein Motor? Nee. Was machst du hier? Warum? Was mit meinem Roller? Du wolltest einen Roller machen. Du guckst doch auch mal die Videos, hast du gesagt. Hast du wieder gesehen von dem Motor mit dem TT? Ja klar, das ist der 1.8T. Das war der aus dem TT und Chick-Chack schon. Der kaputte? Ja klar. Nee, der ist du ganz. Du musst helfen jetzt mit dem Motor kaputt. Nee, der ist ganz, deswegen bestaubst du da rum, du Otto. Pass auf. Ja. Was also. Machst du denn da, lieber Jean-Pierre Krämer? Pass auf, normalerweise, du weißt im Lager. Riech mal. Tschüss, Eugen. Oh. Ist nicht gerade Hugo Boss, also hier was Orange, weißt du? Ja, ich weiß. Nehme ich aber nicht mehr, weil das ist jetzt im Angebot, deswegen riecht das jetzt billig. Mach weiter. Auf jeden Fall, normalerweise müsste eine Lagerschale hier unten drunter sein. Jetzt komm her, Jonas. Guck, guck, guck. Warte mal, darf ich kurz was sagen? Ja. Du erklärst das nicht so, dass das gewisse Leute verstehen. Ich übersetze das dann jeweils. Okay, ja? Übersetzt. Okay, okay. Hört, hört dem Dennis gut zu, ja? Ja, also du sagst das und übersetzt dann. Ja, genau. Dennis, ne? Soll ich das Klopfen jetzt übersetzen? Klopf, 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 klopf. Soll ich das Klopfen übersetzen? Ich denke, du erzählst was dazu. Mhm. Bist du bereit? Ja. Also normalerweise. Normal so, ne? Müsste jetzt hier. Müsste da so, ich schwöre. Eine Lagerschale zwischen sein, weil die Lagerschale sorgt dafür, dass die Schmiedung zwischen Kurbelwelle und Pleuel halt gewährleistet ist. Eine Lagerschale, wo halt Ölfilm drin läuft. Doch Lagerschale ist nicht da, kannst du vergessen. Scheiße, Landrum, ich fick dich. Und deswegen haben wir nämlich jetzt hier das Ding komplett weggeblankt. Selbst die Höhe oder das Maß des unteren Schlosses ist gar. Sollte immer dabei sein, das hilft. Ja, damit die Leute das verstehen. Das bild ich ja auch. Da, genau. Und in Sound und in Farbe. Was ist mit der Lagerschale? Guck mal, die ist total durch. Die Lagerschale ist nämlich gar nicht mehr da. Wie wir nämlich hier sehen, haben wir nämlich dann schon die Kurbelwelle komplett angebumst, wie wir hier sehen. Weil die hat diese. Du hast Bums gesagt, einfach so. Ich schwöre, du brauchst das, ja. Bro, der hat Bums gesagt, einfach so. Wir gucken uns jetzt mal eine normale an. Normal guck ich so, ne? Guck doch, ich hab ein App dafür. Kommt an der Stelle dann immer Musik, wenn du am Strom bist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, wir müssen ja so ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinbringen. Auf jeden Fall. Deswegen bin ich ja da. Deswegen bist du auch da. Genau. Nein, aber ihr habt ja gehört, wie der Motor sich angehört hat. Da hat man ja gedacht, okay, das Ding muss voll in der. Man hat den Motor ja gehört. Das hast du so schnell gesagt, hat kein Mensch verstanden. Du hast nur den Motor gesagt. Du musst du langsamer sagen. Du redest immer so schnell. Ich habe immer Angst, dass du zwischenredest. Ich will das nur noch. Okay, okay, okay. Wir sind voll am Labern. Das Schlimme ist, diese Videos gucken sich ja viele Leute an, weil sie was lernen wollen und ich laber immer dazwischen. So. Na, alles gut, Schatz. Ich sehe jetzt schon die Kommentare. So, oh, hier, guck. Oh, das sieht aber anders aus. Sehen Sie, alles sauber. Hier, der Epoplex 3005 hat alles sauber gemacht. Vorher und nachher. Seht ihr das? Daher kommen die Geräusche. Warum? Weil das Maß ja viel höher ist. Die Kurbelwelle dreht sich ja im Kreis und das Pleuel schlägt immer oben und auch die Kurbelwelle an. Und deswegen sieht die nämlich auch so aus. Maß. Sneakers wäre auch gut. Was ist mit meinem Roller? Ich denke, du wolltest meinen Roller tunen. Dein Roller ist voll im Arsch, Alter. Ja, sag das doch. Kann ich ja gehen, ey, du. Auf jeden Fall. Wie ihr sehen könnt, sind die Lagerschalen voll in den Fritten. Du kannst dich voll nicht leiden, so, ne? Ich komm jetzt zu dir, pass auf! Du kannst doch nicht leiden! So, Dennis ist weg. Ja, das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Wir können jetzt in Ruhe reden über unseren 1.8T. Was geht ihm auf den Sack oder was ist wirklich genau passiert? Jetzt haben wir hier nochmal das Pleuel ab. Wenn wir mal in Ruhe drauf gucken. Wir sehen sogar eine leichte Verbreiterung der Schale oder des unteren Pleuels, weil die Hitze so groß geworden ist, dass das platt gedrückt hat. Genauso wie man hier sieht, dass hier wirklich Material abgetragen ist. Warum passiert das? Und zwar, der Motor dreht sich und arbeitet, macht sein Ding. Und in dem unteren Punkt geht wirklich die Kurbelwelle geht hier so durch und dann geht die Energie wieder nach oben. Oder die berührt hier sehr, sehr stark. Wenn der Ölfilm, die Viskosität des Öls, das ist so einer der Hauptprobleme, wenn die Viskosität des Öls nicht mehr ausreicht, dann ist einfach das Problem da, dass hier zu viel Kontakt entsteht. Und immer wenn Kontakt entsteht, ist eine Abnutzung da. Weil Metall auf Metall, außer wenn du mit deiner Freundin abends zu Hause bist, ist die Abnutzung sehr organisch und selbstschmierend, hoffentlich für dich, ist halt der Kontakt relativ arm. Aber wenn der Kontakt hier so hart ist wie hier, dann arbeitet es sich ab. Und dieses Material einer Lagerschale, haben wir. Warte mal, ich nehme mal eben eine Lagerschale. Eine Lagerschale besteht aus verschiedenen einzelnen Schichten an Materialien. Eine Gleitfläche, eine Art Kupferfläche, die eine gewisse Flexibilität hat im Material selbst. Und somit können wir gewährleisten,
dass einfach verschiedene Schichten da sind und somit der Kontakt verringert wird. Wie wir hier sehen, das ist jetzt eine Lagerschale, die komplett neu ist. Meine Finger sind dafür dreckig. Ja, deswegen verschmier ich die gerade. Sekunde. So sieht eine Lagerschale normalerweise aus. Jetzt ist hier Öl drin und die Viskosität des Öls liegt hier auf der Lagerschale drauf und dann kommt die Kurbelwelle und da drin läuft das die ganze Zeit. Die Geräuschkulisse ist deswegen entstanden, weil, folgendes, zeige ich euch. Welche Geräuschkulisse, lief doch ganz gut. Ja, die lief eigentlich total schön. Ich hätte fast gedacht, das ist ein Elektroauto, hätte ich nicht gewusst. Ja, warte. Da kommt auch noch was Interessantes. Komm mal hier runter, Jonas. Wenn Öl so aussieht, ne? Weil ich versuche euch wirklich alles mitzugeben, was man so wirklich sieht. Wenn Öl so aussieht wie hier, ist das immer eine Vermischung von Wasser, dieser Punkt in der Mitte, weil das Wasser hat eine andere Viskosität als das Öl und somit bindet sich das nicht. Wenn ihr zum Beispiel eine Suppe kocht und ihr rührt die Suppe um, ist ja irgendwann alles einfarbig. Aber Wasser hat eine ganz andere Härte als das Öl und deswegen passiert das wie hier. Seht ihr das? Das ist wie bei Villa Riba und Villa Bajo. Ne? Wenn ihr das Fett da, wenn ihr das Reinigungszeug da reinkippt, dann bleibt auch so ein Punkt in der Mitte. Das hier in der Mitte ist Wasser. Und das hier ist Öl. Sieht man sogar mit dem Finger, seht ihr das? Wie sich das zieht und wenn ich jetzt hier reingehe, ist das viel, viel dünner. Dazu kommt, diese kleinen Fissel, die hier drin sind, ist nämlich auch die Lagerschale, die sich zerteilt hat. Weil die Lagerschale an sich, wie gesagt, aus verschiedenen Schichten besteht und deswegen will das nämlich nicht so bleiben. Und deswegen zerteilt die sich und verteilt sie auch im ganzen Motor. Das Geräusch, das wir gehört haben, ist deswegen entstanden. Und diese Bewegung kommt dem Geräusch ja auch schon relativ nah. Plus, wenn wir 5000 Umdrehungen fahren, in der Minute, passiert das. Und immer, was ich sage, ist, umso mehr Bewegung entsteht, umso mehr Hass, umso mehr Energie entsteht auch auf die Materialien von der Belastung her. Und dann waren wir wirklich kurz davor, dass so ein Pleuel schönen guten Mittag sagt durch den Block. So viel dazu. Weitere Beschädigungen haben wir jetzt soweit nicht. Kurbelwelle ist von der Lagerung, also von der Hauptlagergasse, das ist die Hauptlagergasse hier, ist die eigentlich noch wirklich ganz gut in Butter oder ganz gut in Schuss. Es war wirklich nur das Pleuel, was Bewegung gemacht hat. Dafür aber umso besser und umso mehr. Ja, das war jetzt zu dem Thema. Wir bauen jetzt auseinander und dann versuchen wir das ganze Schiff hier zu retten. Die Kurbelwelle kann man nicht mehr retten, weil hier ist so im Arsch. Da ist so viel Material ab von der Kurbelwelle, dass das Maß nicht mehr passt. Ja? Das heißt, wir brauchen neue Kurbelwelle und versuchen mal den Rest irgendwie so weit zu retten, so weit wie es geht. Du hast Bums gesagt, einfach so. Ich schwöre, du brauchst das, ja. Bruder, der hat Bums gesagt, einfach so. Wir gucken uns jetzt mal eine normale an. Normal guck ich so, ne? Guck doch, ich hab ein F dafür.